Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars The Old Republic. Hi! Jo, der Black, der ist auch mit dabei. Ja, genau. So, wir schreiben uns heute einfach mal, keine Ahnung. Es ist schon relativ spät, aber wir schreiben uns trotzdem mal im PvP mit ein. Vielleicht wird's was. Schauen wir mal. Achso, wir haben noch keine Gruppe, das heißt einmal hier den Menü. Die Gruppe einladen, so, und dann noch als Gruppe listen, bla. So, wie gesagt, wir haben es schon zur später Stunde. Und ja, wenn es klappt, dann klappt's. Und genau, nicht, wir werden sehen. Halt so, wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Wir wollten zuschlagen, angreifen oder Wegverbreitung eigentlich auch gewesen. Wir wollten erstmal. Ja, und ich werde hier schon mal wieder angegriffen. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ja, du hast gerade angegriffen. Ja, wie komme ich jetzt vom Mount runter, Leute? Komme ich vom Mount runter? Okay, hast du schon alles gemacht. Okay. Sehr gut. Ich habe mich nicht vom Mount runter geschmissen, aber ich kann also nicht vom Mount runter gehen. Keine Ahnung, jetzt kann ich vom Mount runter gehen. Was ist das für ein Scheiß, ey? Aber jetzt, jetzt wurde ich rangezogen hier. Ja, das habe ich gesehen. Ich dachte schon, da nur leckt's bei dir. Oh, da ist eine Kiste. Ich helfe. Bum, 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 bum. Ja, nehme ich. Nee, nee, ich kümmere mich um deinen Mist und du klaust mir die Kiste. Wobei, kann man das eigentlich umstellen? Warte mal, guck mal, ob man das umstellen kann. Was denn? Warte mal. Nee. Nee, das kann man leider nicht umstellen. Die Loot-Verteilung kann man nicht umstellen irgendwie, oder? Nö. Weil die geht halt nur über Würfeln und sowas und so. Beziehungsweise du kannst, glaube ich, einstellen, nach welcher Wichtigkeit sortiert wird. Das müsste irgendwo gehen. Ich weiß ja nur nicht. Schick mir mal hier so einen Postruinen, bitte. Post? Ja, Post ja, oder Post. Oder Reparatur? Post. Post. Gut, warte, wo habe ich denn die? Da oben. Da, Post. Hast du Post dann bekommen? Nö. Aber ich habe was vor. Will was gucken. Willst du das gucken? Ja, ich will was gucken. Na, dann guck mal. Oh, kann ich nicht. Leck mich doch. Kann ich nicht. Schade. Was kannst du nicht? Ich wollte dir ein bisschen Geld schicken eigentlich, weil ich habe ja, keine Ahnung, wie soll ich sagen, ich habe ja die 200.000 habe ich auf meinem Konto, beziehungsweise auf meinem Inventarzeugs und keine Ahnung. Ach so, kannst du naja, halt ja, ich kann dir auch dein Geld schicken. Weil, wie gesagt, würde ja auch nichts nützen, mein Geld ist ja auch voll, mein Konto. Bei mir geht es ja jetzt auch aufs Maximum, genau, deswegen. Wie viel hast du denn eigentlich? Wo ist denn dein Maximum? Ich weiß nicht, 45.000 oder, ja, wie viel hast du? 200.000. 200.000, dann habe ich glaube ich 450.000, ich weiß es nicht genau. Müsste ich beim nächsten Mal, wenn ich wieder Geld einsammle oder irgendwas verkaufe. Siehst du doch, oder einfach, wenn du, siehst du doch einfach, wenn du auf P drückst, ja. Oder nee, nee, I, nee, wenn du auf I drückst. Dann. I dann? I wie Inventar. An 350.000, ja fast. Okay, gut. Ja, deine Kreditobergrenze wurde erreicht. Ja, steht auch bei mir da. Okay. Gut, meine 35.000 Credits. Wobei, du kannst mir mal noch so einen Verkaufsdruiden, kannst du mal nochmal schicken. Na gut. Mal nochmal. Schlupp. Ja, ja. Da ist er. Oh. Mein Inventar wieder halb leer. Das ist gut. Erstmal auch ich hier Schrott verkaufen und reparieren. Nur ein bisschen was ist auch bei mir weg. Ah, ich müsste auch mal nochmal reparieren. Da steht er noch. Ja, ja, steht noch. Okay. Hm. Genau, wir wollten nach Sobrik rein. Ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Juhu! Ja, wir sind ja in, weil die letzte Folge doch die letzte Aufnahme doch recht klein war, sind wir jetzt quasi in einer neuen. Und, na, wäre ja auch schlecht, wenn wir wieder in der alten wären. Geht ja nicht. Wenn wir die alte beendet haben. Richtig. Ja, stimmt. Das stimmt. Genau. So, dann kämpfen wir uns halt durch die imperiale Stadt Sobrik. Nix, was das wir nicht können. Macht. Das macht doch. Oder nee. Oh, wir haben sogar ein PvP-Spiel. Wow. Ein PvP-Spiel um die Uhrzeit. Ja, aber dann wir kämpfen noch die Viecher weg und dann geht's los. Ging auch relativ schnell, ne? Jo, auf jeden Fall. So, dann. Kann, welche Folge ist das denn überhaupt? Die 327, aber da wir sowieso ein bisschen durcheinander sind, macht das nichts. So, ich betrete mal. So. Ui. Ui. Immer das. Das mag ich nicht. Da. Zwei Leute nur da, oder was? Die, nee, einer nur, ich. Warum? Das ist da, ist das mit den Bällen sammeln? Das ist das doch. Nee, das, doch. Ja, da, doch, das mit den Bällchen sammeln. Also nicht mit Huttenball, sondern hier das mit den Energiebällen sammeln, ja. Ja, meine ich ja. Aber wir sind fast vollständig, das ist auch gut. Oh, einer fehlt. Die Uhrzeit? Das ist ja. Ja. So, da hinten gleich mal hier Quest und so. Vielleicht haben sie auch was umgestellt. Annehmen. Hast du was gelesen? Wie umgestellt, hä?
Ja, keine Ahnung, umgestellt halt. Nö, muss sagen, ich habe nichts gelesen. Kann natürlich sein, aber wer weiß das schon. Mit so einer Silberumstellung oder sowas, dass das PvP vielleicht super weit läuft. Aber nicht, dass ich wüsste. Wie gesagt, ich spiele ja auch nicht mehr ganz so oft, dass ich alles verfolge. Wir sind aber voll. Das ist ja gut. Aber Vorsicht! Jedes Mal, wenn die Pfeiler aktiviert und synchronisiert werden, feuern sie eine explosive Entladung ab. Jo, schön für dich. So ist es. Menschenjäger haben wir hier. So was gemeines. Breitling Gamil. Lalalala. Den haben wir hier. Verstanden. Oh, der hat nur einen Helm auf. Ist ja, doof. Ich fange sofort an. Wer steht hier? Partyheldin. Jo. Creeping Clone. Ja. Oh, hier ist ein Zwilling von dir, Ronan. Ronan? So nee, Ronan. Wieso ist der Zwilling von mir? Keine Ahnung, der hat eine Rüstung an. Ach so, weil er eine Rüstung von mir anhat, ist ein Zwilling von mir. Alles klar. Ja. Ist das nicht logisch? Ja, voll logisch. So, ja. Einer geht da schon hin, also kann ich hier in die Mitte rennen. Ich gehe trotzdem dort mit hin. Weiß auch warum, weil es Punkte dafür gibt. Ja, aber den gibt's auch hier. Nee, gibt's nicht dort. Unsere Gegner haben einen Pfeiler. Doch. Ihr habt einen Pfeiler eingenommen. Ja, siehste? Glaube ich ja. Ja, aber du Punkte kriegst du ja nur, wenn du den Pfeiler eingenommen hast. Nee, ich glaube, du auch schon in der Seite steht. Nein. Und Punkte gibt's auch, wenn man stirbt. Bestimmt. Irgendwo. Bin schon wieder der Draufgänger heute. Oh, die haben ja ganz schön viel hier aufgefahren. Das ist richtig schlecht für mich. Jo. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich gehe. Lalalala. So, jetzt können wir auch wieder. Juhu. Steht eigentlich jemand und bewacht den Pfeiler? Ich glaube ja. Ja, einer steht. Okay, naja, Dylani wurde belegt. Ah, oh, jetzt ist das Tor zu. Ja, ich bin gerade rausgekommen. Was soll man machen? Jo, was den hab ich machen? Lalalala. Aua. Bolzern wurde besiegt. Ja, toll. Naja, aber ich habe auch schon einen erwischt. Oh, da ist Dylani. Ja. Bin wieder da. So mehr oder weniger. Komm, ich halte dich mal hoch. Boah, die haben aber irgendwie gute Heiler dabei, oder der hat... Ach, nicht der Held hier, das kann ja nicht sein hier. Oh, der hält aber auch was aus, der Typ. Ich muss jetzt mal raus aus dem Kampf hier. Immer Heiler auf mich. Finde ich ja voll gemein. Gehe ich denn hier raus aus dem Kampf? Oh, das soll der Ewigkeiten. Muss man ja Ewigkeiten laufen. Aufladung abgeschlossen. Hm, toll. Okay, wir müssen rein. Ah, du bist ja da. Okay. Gut, wir gehen rein. Oh, rein da. Gehen hier. Ich gehe nochmal mit durch. Oh. Ich hänge fest. Oh. Die sind aber auch stark. Oder hat es mich noch durch die Überraptoren erwischt? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, von Morias besiegt. 5.991 Schaden. Meine Fresse. Naja, das Ding ist halt, dass wir relativ unkonzentriert oder unkoordiniert halt drauf gehen. Jo. Gehen auf den hier. Wir auf den da an. Alle halt, die sind alle halt in der Mitte. Ihr habt eine Pfeile abgeriegelt. Wir haben einen Pfeiler abgeriegelt. Und ich hab mich geobert. Will mit. Sowas. Lelelelela. Lalalala, ich versuch mal, guck mal, was bei dem anderen Pfeiler so los ist. Genau, mal schauen. Weil die halt alle gerade in der Mitte sind, ne? Wenn da keiner ist, versteck dich mal. Nein, das sind schon da. Ja, schade. Ja, die sind aber auch ziemlich stark, müssen wir sagen. Andererseits liegt es wahrscheinlich auch eher daran, dass wir schwach sind. Hey.
Gucken wir mal. Also ich kämpfe gerade gegen einen Suff. Schiffsbogen. Oder klopfen wir einfach ganz. Oh. Och man. Das macht keinen Spaß. Hier bin ich, komm mal her. Ich hab gerade hier gegen so einen Sith-Juggernaut gekämpft, ne? Level 55. Ja. Keine Ahnung, der hatte nicht mal irgendwie einen Balken, einen Schadensbalken. Aha. Eieiei. Hier rein. Och Mann. Ui. Och Mann. Wir bleiben jetzt beim Pfeiler. Ich kann eh nichts ausrichten hier. Na, ich bin auch irgendwie schon auf der Brust. Level 49er, geh mal weg hier. Boah, die halten aber. Das sind zwei. Verteidigt die Pfeiler. Oh, sehr schön. Warte, ich versuche den Pfeiler zu verteidigen, irgendwie. Bleib bei dem Pfeiler! Da ist einer beim Pfeiler, aber du müsst ihn unbedingt ausschalten! Oh Gott sei Dank! Uah. Da rennst du von dem Pfeiler weg! Ja, das hab ich gesehen. Na, das hat uns doch ein bisschen vorangebracht. Da war einer taktisch klug. Zu den Pfeilern! Das stimmt allerdings. Ist unschlagbar. Okay, bin schon wieder tot. Das ist nicht so schön. Nee, das ist schon wieder nicht so schön. Aber, ja gut, das ist auch das Gute hier. Man kann, selbst wenn man unterlegen ist, kann man hier gewinnen, wenn man doch taktisch ganz gut spielt. Sieht man hier, dass man durchaus was gewinnen kann. Das muss uns nur nochmal gewinnen. Gelingen, nicht gewinnen. Aber dieser Mappo, was hat denn der gefressen, meine Fresse? Der hat wahrscheinlich zu viel Anabolika geschluckt. Den anderen Pfeiler haben die noch nicht mal eingenommen. Nee, ich bin da noch dabei, aber. Noch dran. Was, bei dem anderen Pfeiler? Ja, ich bin dann bei dem anderen Pfeiler, aber. Wir verlieren das gerade. Ja, mach ja, gut, aber man. Theoretisch musst du den Teil auch kurz vorher einnehmen, dass die keine Zeit mehr haben. Ja, das stimmt allerdings, aber wir können jetzt. Der Vorteil ist halt daran, oder beziehungsweise die Sache ist die, dass man das ja aktuell gerade ein bisschen taktisch nicht allzu schlecht machen. Weil die haben sich halt die ganze Zeit in der Mitte halt gut gebündelt. Ja, halt ja, genau. Und. Naja. Oh, da ist einer, der kriegt Schaden. Da hauen vier Leute auf den und der geht irgendwie nicht down. Jetzt sind sie zu zweit. Leider bin ich zu weit weg. Wenn ich jetzt hier den verlasse, kommt garantiert ein Typ abgelaufen. Ich kenne das doch. Deswegen lasse ich das lieber. Okay, die scheinen. Ah ne, da ist wieder einer. Dieser. Okay, hier auf der anderen. Ich glaube, auf der Seite wird es nichts mit dem Fall einnehmen. Ne, die werden denselben Fehler nicht nochmal machen. Das heißt aber, dass man eventuell in der Mitte ein bisschen das sammeln könnte. Vielleicht. Könnte, ja. Aber dieser eine Jedi oder dieser eine Sith, der da rumrennt, der ist so. Das ist ja nicht normal. Der lässt sich da kaum. Meinst du Rasko? Ja, genau. Der kämpft dort minutenlang gegen mehrere Leute. Und fällt nicht. Jetzt. Endlich. Oh, Ronan ist raus. Raus? Ja, hat die OP-Gruppe verlassen. Das heißt im Grunde, dass er vermutlich auch das Szenario verlassen hat. So, gut. Zumindest das Teil haben wir. Pfeiler synchronisiert. Raus da. Beeilung. Ja, komm mal mit in die Mitte. Boah, der macht so viel Schaden. Boah, krass. Wow, bin tot. Ich bin so tot.
Ach ja. Na naja, gut, das ist sowieso, denke ich, gleich. Dürfte eh gleich vorbei sein. Ne? Okay, der Pfeiler gehört uns. Ist unschlagbar. Gut. Ist wieder einer hinten bei uns? Ja, gut, dann kann ich wieder in die Mitte ein bisschen nur die Action. Wir bräuchten halt eigentlich jetzt den rechten Pfeiler, ne? Ja, aber wenn dann erst kurz vorher. Nicht ihr. Erst quasi kurz, so eine halbe Minute vorher. Weil sonst haben die genug Zeit, das Ding wieder zurückzuerobern. Okay. So. Aber. Toll, wieder tot. Genial. Ich hoch. So. Gut, 16 Minuten. Wir lassen trotzdem durchlaufen. Ist ja nicht so lange mehr. Das kriegen wir hin. Nee. Vielleicht könntest du ja mal. Ich bin schon unten. Ich kann gar nichts. Ich muss durchlaufen, wenn dann. So, alle rechts. Go. Wir brauchen den zweiten Pfeil. So, okay. Ich bin wieder oben und versuche mal rechts rum zu kommen mit. Komm. 30 Sekunden. Geh auf, du Tür. Oh. Jetzt. Ach du Scheiße, ey. Da sind noch ein paar, knapp. Aber das sollte vielleicht klappen, wenn wir uns Mühe geben. So, ich. Ah, da kommen schon ein paar mehr. Ah. Es sind einfach so viele, ja. Das wird wahrscheinlich schwierig werden. Ah, schade. Ah, wie viel? Oh, ja, schade. Ah, die kommen alle zurück, war klar. Ja, okay. Gut, war eine gute Idee. Jo, aber, war, okay, schade. Hat aber nicht ganz geklappt. Ja. Knapp. Naja, was soll's? Das ist dumm gewesen, du stirbst. Nur die Macht. Ja. Na gut. Ich gehe mal einfach einen Punkt für die Aktion schon allein kriegt Spidani den Punkt. Oh, ich habe auch einen bekommen. Fein. Von wem ich den wohl habe. Opfer 1. Juhu. Du bist richtig schlecht. Du bist aber zweimal mehr gestorben. Ja, ich habe mir auch ordentlich Einsatz gezeigt. Ne? Ja. Okay. Gut. So, Kriegsbeginn verlassen und wir verlassen, denke ich, hier im Ladebildschirm auch mal die Folge. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst ein kleines Feedback da, wenn es euch gefallen hat. Und bis wenn nicht, natürlich auch. Bis denn. Tschüss.